Unsere aktuelle Raumfahrtstrategie ist veraltet und wird den heutigen Möglichkeiten nicht mehr gerecht. Die Raumfahrt stellt nicht nur einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar, sie ist vor allen Dingen ein essentieller Bestandteil unseres Alltags geworden. GPS-Nutzung oder Klimaforschung wären ohne sie undenkbar. Aus diesem Grund brauchen wir ein deutsches Weltraumgesetz, um Planungssicherheit für Raumfahrtunternehmen herzustellen und auch internationale Einigungen zu ermöglichen. Ein New Space Fonds, der Wagniskapital in junge, innovative Raumfahrtunternehmen investiert, könnte helfen, diese wettbewerbsfähig zu machen. Nur so kann Deutschland bei der Raumfahrt führend bleiben und den ersten Schritt in die Zukunft machen.